spät am Abend alleine ins Parkhaus gehen zu seinem Auto. Davor haben viele Angst, warum das so ist und was ihr am besten tut, um auf der sicheren Seite zu sein, darum geht's jetzt. Fresh, Jochen von Krassmacher, schön, dass ihr dabei seid. Viele kennen das. Wenn ihr euer Auto irgendwo abgestellt habt, wo ihr alleine anschließend es holen müsst, ist es bereits dunkel, nachts in der Tiefgarage bzw. im Parkhaus. Ihr habt schon ein unruhiges Gefühl, ihr geht trotzdem rein, dort wartet jemand auf euch und überfällt euch. Wir sind dafür da, dass ihr diese Situation einmal analysiert bekommt, dass ihr Gedankenanstöße bekommt, wie könnt ihr die Situation lösen, wie könnt ihr am besten vorbeugen und was macht ihr für den Fall, dass es zu spät ist, darum geht es heute. Aber warum ist die Tiefgarage oder der öffentliche Parkplatz nachts ein so gefährlicher Ort? Wir wollen euch helfen, ein Gespür dafür zu entwickeln, wann Situationen gefährlich sein können. Ein Parkhaus ist aus folgenden Gründen ein gefährlicher Ort. Es ist menschenleer. Es ist abgelegen. Wenn euch jemand überfallen möchte, wird er einen Ort suchen, wo er euch gut überraschen kann. Die vielen Winkel, die Autos, die dort stehen, die Treppenaufgänge, das sind alles Orte, wo jemand euch besonders leicht und gut auflauern kann. Achtung, wenn ihr in der Situation seid, euch vorsichtig bewegen zu wollen, guckt immer darauf, wie würde ein Angreifer agieren. Da könnt ihr ein gewisses Gespür entwickeln, diese Stelle ist gefährlich, die werde ich lieber vermeiden und so weiter und so fort. Zweitens ist es so, dieser Ort eignet sich natürlich auch für das Durchführen einer Straftat. Durch die niedrige Frequenz, weniger Menschen sind dort, wird der Angreifer eventuell gar nicht gestört bei dem, was er mit euch vorhat. Insofern ist da totale Obacht geboten. Und drittens ist es so, die Wertgegenstände, die ihr mit euch führt und natürlich das Fahrzeug sind lohnende Beute. Das heißt, versucht ohnehin nicht übermäßig eure Wertgegenstände vorzutragen, wie eine Kamera und so weiter oder eine Kette, dann landet ihr am Ende sowieso nur in irgendeiner Rap-Battle, aus der ihr nicht mehr rauskommt. Ah, yeah! Wie sieht eine gute Vorbereitung für diese Situation aus? Am besten ist natürlich immer bei dem Thema Gewalt oder Kriminalität gar nicht erst dort zu sein, wo etwas passieren kann. Wenn ich also weiß, ich muss nachts dorthin, kann ich zum Beispiel von vornherein entscheiden, ich fahre mit einem Taxi dann am Ende zu dem Hotel oder wie auch immer, ich lasse mich mitnehmen und gehe gar nicht alleine nochmal rein. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, ist es eine gute Option, sich begleiten zu lassen. Fragt einfach einen Kollegen, mit dem ihr dann abends da in der Bar sitzt oder was auch immer ihr tut, ob er euch bis zum Fahrzeug begleitet. Ihr könnt ihn ja anschließend dort absetzen, von wo aus er gut wieder nach Hause kommt. Mag vielleicht ein bisschen komisch anmuten, es ist sehr wichtig bei dem ganzen Thema Wehrhaftigkeit, sich auch zu trauen und einzuräumen, besorgt zu sein, ist keine Schande. Also schnappt euch den Typen und geht mit ihm zusammen rein, vor allem wenn ihr einen VJB dabei habt. Kann gar nicht passieren. Ey, cool, bitte komm, ist JB. Alter, krasser Typ, ey. Mach euch fertig! Alter. Taekwondo, Alter. Zur Not, wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr dorthin gehen könnt, gibt es auch so etwas wie ein Begleitungstelefon. Das ist eigentlich im Besonderen für Frauen gedacht, aber da wird auch sicherlich keiner euch aus der Leitung kicken, weil ihr männlich seid oder divers. Ihr ruft dort an, habt die ganze Zeit jemanden am Telefon, der euch begleitet sozusagen, dem ihr sofort Bescheid geben könnt, was passiert, er weiß, wo ihr seid. Wir können euch unten eine Hotline einblenden für Berlin, aber für die sonstigen Städte gibt es natürlich unterschiedliche Hotlines, die müsst ihr dann wählen. Fehler sollten vermieden werden. Es ist auf jeden Fall schlecht, wenn ihr unaufmerksam in diesem Parkhaus euch bewegt. Also Kopfhörer raus, Augen auf. Ja, irgendwo in etwas vertieft zu sein auf dem Weg zum Auto kann tödlich sein. Manchmal weiß man nicht genau, wo sein Auto steht, also drückt man schon mal drauf, dann leuchtet es irgendwo, dann weiß natürlich auch die Person, die euch überfallen möchte, wo euer Auto steht. Insofern da ein kleines bisschen Obacht, überlegt, wo es steht und bewegt euch gut dorthin. Das andere ist, dass ihr am besten nicht erst nach dem Schlüssel kramt, wenn ihr in eurem Auto angekommen seid. Das heißt, ich habe meinen Autoschlüssel in der Hand und kann sofort das Auto öffnen, wenn es erforderlich ist. Wenn ich ins Auto einsteige, gibt es eine Funktion, mit der ich von innen verriegeln kann. Ja, sehr wichtig, wenn eine Person direkt dem Auto mich angreift oder etwas passiert und ich ihn schaffe zu überwältigen, springe ich nicht zuerst in mein Auto rein, sondern verlasse auf direkten Wege das Parkhaus.
Was ich empfehlen kann, das Tool meiner Wahl ist häufig eine Taschenlampe. Eine starke Taschenlampe, mit der ich im Zweifelsfalle auch zuhauen kann, aber die auch sehr hell leuchtet und strahlt, ist eine gute Selbstverteidigungsinstrument oder Waffe. Stopp! Stopp, habe ich gesagt! Bleiben Sie stehen! Stopp! Ich habe diese Taschenlampe dann wichtig, Waffenregel, ich habe sie bereits in der Hand, wenn ich mich dort bewege. Also ich suche nicht und krame nicht nach meinen Sachen oder nach meiner Taschenlampe, wenn ich gerade angegriffen werde. Dann muss ich kämpfen oder fliehen. Aber wenn ich sie bereits in der Hand habe, hilft es mir auch zum Beispiel dunkle Ecken auszuleuchten. Ich kann, auch wenn mein Schlüssel runterfällt und er in einer dunklen Ecke liegt, besser finden. Aber ich kann auch einen Gegner warnen, blenden und im Zweifelsfalle mit dieser Taschenlampe zuhauen. Wie sieht die Umsetzung aus? Ich betrete das Parkhaus und erspähe jemanden, der dort rumlungert oder sich irgendwie auffällig bewegt. Was ich dann tue, ist idealerweise sofort entziehen. Was wir nicht wollen, ist durchzuhalten, auszuhalten und an diesen Menschen vorbeizugehen in der Hoffnung und Annahme, es würde nichts passieren. Das ist ein typisches Problem bei Selbstverteidigung oder bei Wehrhaftigkeit, dass Menschen hoffen, es wird schon gut gehen und sich in Gefahr begeben. Was ich tue, ist, ich sehe einen Typen wie JB mit seiner Kapuze. Ich weiß, okay, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich verlasse sofort und ohne irgendwelche Umwege das Parkhaus. Ihr könnt auch darauf achten, das gilt nicht nur fürs Parkhaus. Wenn ihr Menschen beobachtet, die haben alle irgendetwas zu tun. Im Parkhaus gehen die Leute zum Beispiel zum Auto oder weg oder machen irgendwas an dem Auto. Fahren raus, fahren rein. Wer sollte sich überhaupt in dieser Tiefgarage aufhalten? Wenn ich dort Menschen sehe, die dort Bier trinken und rumhängen oder Leute, die ein bisschen verdächtig rumlungern, das gibt sofort ein komisches Bauchgefühl, darauf solltet ihr achten. Also wir entziehen uns und gehen dann nicht direkt rein. Solltet ihr nicht aufgepasst haben und plötzlich kommt der Angreifer und packt euch von hinten, solltet ihr entschlossen reagieren. Dafür trainieren wir unsere Techniken, am besten so Techniken, die einfach sind. Gradlinig, aggressiv, wir wollen den Angreifer angreifen, uns nicht lösen, sondern wir wollen ihn angreifen. Ein heftiger Kniestoß, Ellenbogen, Faust, Palmfist. Alle diese Tools sind wunderbar geeignet, darum geht es heute nicht primär, denn wir haben eine besondere Lage, aber Krav Maga Training oder sonstige Trainings, in denen ihr schlagt und in denen ihr auch ein bisschen Impact entwickelt, sind hilfreich bei der Situation. Also zeigt dem Typen, dass ihr wehrhaft seid. Und wie immer gilt, wenn ihr fliehen wollt, bringt Objekte zwischen euch. Ihr könnt den Angreifer abwehren oder ablenken, indem ihr etwas entgegenschmeißt, indem ihr rumbrüllt, indem ihr ihn wegschubst oder irgendetwas zwischen euch bringt, um dann wegzurennen. Ich drehe mich nicht einfach um und renne weg, dann schnappt er mich und kriegt mich am Rücken. Ich laufe dorthin, wo ich sehen kann. Ich weiß vorher schon, wo die Ausgänge sind und bewege mich dann schnell und konsequent raus. Achtung, während der Flucht könnt ihr Panikgefühle entwickeln. Darum ist es besonders wichtig, darauf zu achten, wohin ihr rennt. Also die Faustformel ist immer da, wo es hell ist, da, wo andere Menschen sind und weg von der Gefahr. Aber rennt nicht irgendwo gegen, macht Teilziele, wo ihr schnell und konsequent immer den besseren Ort wählt, um rauszukommen. Also sucht vorher schon einmal die Plätze, wo sind die Ausgänge, wo komme ich überall raus und wo ist es heller und offener. Gerade zu Beginn kann es sehr hilfreich sein, das Fahrzeug so abzustellen, dass ihr nicht in die Tiefen des Kaninchenbaus rein müsst. Frauenparkplätze sind nicht etwa deswegen besonders groß und breit, damit die Frauen nicht alles kaputt machen, sondern weil sie vorne abgelegen sind, dort, wo man schnell raus kann. Ich muss also nicht ganz tief ins Parkhaus rein, sondern kann gleich vorne an der Straße rein und schnell wieder rausfahren. Hier also nochmal unsere Zusammenfassung. Wichtig ist, die Vorgehensweise gut zu planen. Stellt euer Auto dort ab, wo ihr das Gefühl habt, dass es auch nicht allzu gefährlich ist, wenn ihr es wiederholen müsst, wenn es dunkel ist. Seid euch nicht zu schade darum, um Hilfe zu bitten. Lasst euch begleiten, holt euch ein Begleitungstelefon oder verzichtet einfach darauf, euer Auto abzuholen, nehmt den Bus oder ein Taxi und bleibt auf der sicheren Seite. Wenn ihr rein müsst, ist es besonders hilfreich, sich sehr aufmerksam zu bewegen. Also nicht blind, Augen zu, Kopfhörer auf. Ein Selbstverteidigungstool wie Pfefferspray oder eine Taschenlampe sind hilfreich, habt sie am besten schon griffbereit oder eben in der Hand. Holt nicht erst euren Schlüssel raus, wenn ihr beim Auto seid. Sorgt dafür, dass ihr den Schlüssel in der Hand habt oder dass er schnell zugänglich ist, sodass ihr nicht lange noch kramen müsst, wenn ihr da steht, sondern konsequent reingeht. Wenn ihr im Auto drin seid, verriegelt sofort von innen das Auto, sodass keiner das Auto aufreißen und euch schnappen kann. Wenn ihr eine verdächtige Person entdeckt, die auf euch zusteuert, konsequent vermeiden, nicht aushalten, fliehen, abwehren. Ja, wenn ihr euch packt, wenn der Angriff stattfindet, rigoros wehren, nicht klein beigehen.
Jeder kann wehrhaft sein. Ein Angreifer kann überrascht werden durch eine rigorose Attacke von euch. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall euer Mindset im Blick haben. Vergesst eure Ängste, sucht etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen und geht rabiat und aggressiv in diesen Mann rein. Wenn ihr flieht, guckt am besten schon vorher, wo die Wege sind. Versucht nicht in Panik zu geraten und lauft immer dorthin, wo die Situation besser ist als vorher. Und wenn ihr kämpfen müsst, kämpft bis zum Schluss, gebt nicht auf. Ideal ist es, Krav Maga zu trainieren. Da habt ihr einerseits eure Wehrhaftigkeit, die erhöht wird, also euer Selbstwertgefühl, euer Gefühl, für euch auch einstehen zu können und zu wollen, weil wir beim Krav Maga den Drills regelmäßig versuchen, über die physischen und die psychischen Grenzen zu gehen und uns immer weiter zu wehren, auch wenn wir erschöpft sind. Und wichtig ist natürlich, dass die Kampftechniken, die ihr einsetzt, was auch immer die Kampftechniken dann im konkreten Fall bei euch sind, dass ihr die wie aus dem FF beherrscht, dass ihr diese Dinge abfeuert, ohne darüber nachzudenken, wenn sie Muskeldächtnis sind und wenn ihr aufmerksam seid, das Adrenalin wird euch helfen, sehr stark und entschlossen zu kämpfen. Geratet nicht in den Freeze, geratet nicht in einen Panikmodus, sondern agiert entschlossen und bringt euch in Sicherheit. Den Kampf zu vermeiden ist nach wie vor das Beste. Und am Ende könnt ihr vielleicht auch wegen der ganzen Klimakleber sowieso vielleicht am besten einfach mit den Öffentlichen fahren oder laufen. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Was macht ihr im Parkhaus? Schreibt uns, was ihr denkt, was am besten wäre. Wir hoffen, nächsten Samstag seid ihr dabei. Bis dahin bleibt fresh, bleibt entspannt. Macht Krav Maga. Oh shit, competitive training hier. Ich bin ja nicht blöd. Danke, Jesse, danke.